Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 128. Folge des Risen 2 Let's Plays, wo wir ja gerade zusammen mit Dingens unterwegs sind. Jala. Mit, wie heißt er? Hier. Und wollen versuchen, die schwarze Tatsche zu besorgen. Und schneller zu sein als die anderen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich hätte jetzt gerne euch noch seinen Namen gesagt, aber ich kann seinen Namen gerade nicht sehen. Wartet, vielleicht. Mit Salo sind wir unterwegs. Müssen wir Nase putzen. Nicht mal eine Minute aufgenommen. Und schon eine unerwartete Explosion. So weiter geht's. Und zwar wollen wir schneller sein als sein Kollege, damit wir die Prüfung gewinnen. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Nicht looten. Ach. Er hat schon gelootet, ne? Ja, hat er. Gut, okay, dann. Folge mir! Wir latschen übrigens gerade. Hier ist die Höhle des schwarzen Jägers. Woher weißt du das eigentlich? Ich habe ihn in unser Land kommen sehen. Er kam über die Berge. Er ist sehr scheu und versteckt sich meistens in dieser Höhle. Okay, und was nun? Du gehst hinein und lockst ihn heraus. In Ordnung. Und was tust du? Ich warte hier. Wenn du den schwarzen Jäger anlockst, dann kämpfen wir zusammen. Alles klar. Bis gleich dann. Ja, kann ich ihn auch alleine besiegen? Wir sind übrigens gerade in ein Gebiet gelaufen, wo wir noch nicht waren. Was ich eigentlich noch erkunden wollte, aber ja. So, jetzt haben wir das erste Mal Zeit, dass ich endlich mal wieder reden kann, ohne dass wir irgendwie genervt in der Stadt von Bones angelabert werden. Oder. Also. Ich glaube es. Also, mein Plan war ja, dass wir eigentlich hier das Erbe von Shakadatu antreten. Dass wir das zumindest machen. Aus der simplen Begründung heraus, weil ich glaube, dass das uns hilft gegen Krasia, den wir ja eigentlich suchen wollen. Es kann sein, dass ich einfach hätte zu Krasia gehen können. Das Ganze hat sich erledigt, aber im Lager, das macht am meisten Sinn. Und da die Quest jetzt storytechnisch gerade Druck gemacht hat, dachte ich mir, okay, dann machen wir sie halt gleich. Wir haben noch einige andere Quests, die mich durchaus interessieren, die wir versuchen können, sinnvoll zu machen. Und die, da machen wir uns einen Überblick drüber, sobald wir hier mit der Quest für Shakadatu soweit sind, dass das Ganze dort Sinn ergibt und jetzt keinen Druck mehr hat. Und solange, wie wir aber gerade eigentlich gesagt bekommen, es muss schnell vorangehen, kümmern wir uns darum. Und ja, jetzt gehen wir erstmal hier rein und ganz ehrlich, wir brauchen den nicht rauslocken. Wir klatschen den einfach alleine weg. Der wird kein Riesending sein. Und dann passt das schon. Es ist vermutlich, ja, so wie ich mir das dachte, einfach nur ein Panther, der noch nicht mal viel aushält. Ja, tatsächlich nicht. Okay, gut. Das machen wir gleich auf. Ist hier auch der Schatz noch? Weil ich weiß ja, dass hier ein Schatz angegeben war. Der müsste hier eigentlich auch noch sein. Da ist sogar der Schatz. Perfekt, dann haben wir hier alles auf einmal. Dann einmal Equipment wechseln, dass wir die Kiste aufkriegen. War, glaube ich, Amulett, ne? Oh. Nehmen wir einfach das, passt schon. Und dann looten wir hier erstmal alles. Ja. Wir fangen mal hinten an und gehen nach vorne. Okay, ich würde vermuten, dann so. Ja, jetzt nach vorne. Perfekt, haben wir's. Easy. Stammeszeichen, ja gut, Fackel. Was ist das? Lederöl. Permanente Wirkung. Das Lederöl interessiert mich jetzt aber. Ist das ein benutzbares Item? Tatsache. Mein erster Trank, der permanent Werte erhöht. Okay. Hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Wir wechseln wieder. Erstmal skinnen wir jetzt endlich Härte auf 10. Wir wechseln jetzt wieder unsere Ausrüstung.
den Ring, sondern das Amulett zurück zu diesen. So, und jetzt looten wir hier noch alles. Dann gehen wir raus und geben ihm die Tatze und haben es halt alleine gemacht. Was soll's. Abwurzel können wir, glaube ich, auch noch essen. Hier haben wir noch Erz, das hacken wir noch ab. So, hier die Kiste rausholen. So, dann mal auf hier. Ja, okay. Gold können wir immer gebrauchen. Gut, passt. Dann noch die eine Waffe. Nicht eine Waffe. Das eine hier essen. Grabwurzel. Und dann gehen wir raus. Und erledigen erstmal die Quest. Wie gesagt, wir werden das ja alles noch weiter erkunden. Was wir jetzt hier gerade nur so grob erkunden beim Vorbeirennen. Von daher bleib gechillt. Ne? Ich mache jetzt absichtlich diese Questline, weil sie den notwendigen Druck aufweist. Alles cool, alles gechillt. Der schwarze Jäger ist erledigt. Das ist gut. Nun brauchen wir seine Tatze. Hier ist die Tatze des schwarzen Jägers. Ah, du bist ein guter Hallmark. Hoshi der Shaganumbi. Ja, danke. Geh nun zu Shakadatu und bring uns die nächste Aufgabe. Was denn, keine Verschnaufpause? Keine Zeit. Hakeke muss besiegt werden. Ja, Bring mich wenigstens zurück ins Dorf. Mach ich. Folge mir. Ja, ich hätte zwar auch selber ins Dorf gefunden, aber ihn kurz nachlaufen, das sollte jetzt nicht problematisch sein. Wir gehen. Hier übrigens auch noch zwei rumstehen sehen, wo ich auch noch nicht weiß, was das ist. Da geht es auch noch hoch, ne? Also ihr seht, wir haben hier noch einiges zu erkunden. Aber ich habe auch übrigens mittlerweile die Hoffnung, dass wenn er vielleicht der neue Anführer wird, dass wir Bones hier mit rausnehmen können und auf unser Schiff kriegen und er Arzt ist und mir Sachen beibringen kann. Da habe ich noch so ein bisschen die Hoffnung. So, hier den Weg hoch. Da ist das Dorf. Alles klar, danke. Chi. Ja, so. Dann auf nach oben. Wir reden direkt wieder mit den Anführer. Und haben ganz nebenbei übrigens auch gleich noch den Schatz mitgelootet. So. Das Saying, ne? Spürt ihr? Halt die Fresse, Bones. Euch nachts den Schlaf. So. Datu, Salu hat die Tatze des schwarzen Jägers. Ja, das habe ich erwartet. Salu war immer das Schnellste. Nun denn, hier ist die zweite Aufgabe. Es ist die Prüfung der Schwäche. Jeder Krieger wird seine eigene Aufgabe erhalten. Eine, von der er am wenigsten versteht. Ich werde Salus Weisheit auf die Probe stellen und Hakekes Fähigkeiten der Fährtensuche. Das wird den beiden nicht gefallen. Es ist der einzige Weg, um herauszufinden, wer über seinen Schatten springen kann und wer nicht. Geh zu Salu und sag ihm, dass ich ihn zu sehen wünsche. Ich werde ihm drei Fragen stellen und sehen, ob seine Weisheit ausreicht, sie mir zu beantworten. Wenn er es schafft, soll seine Prüfung bestanden sein. Okay. Ich glaube nicht, dass das den gewünschten Effekt haben wird, aber gut. Also ich glaube, die Prüfung wird er verkacken. So, jetzt gucken wir erstmal, wo Salu ist. Er ist wieder hier, alles klar. Wir schicken ihn mal nach oben. Nun kommt die Prüfung der Schwäche. Shakadatu wünscht dich zu sehen. Du sollst ihm deine Weisheit beweisen. Er wird dir drei Fragen stellen. Chi,
Ich wusste, dass so etwas kommt. Aber ich habe vorgesorgt. Jetzt kommt's. Genau für diese Aufgabe habe ich dich als meinen Hallmark erwählt. Ich habe doch keine Ahnung, was Datu wissen will. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Oshi, der Shaganumbi. Was du nicht schaffst, hätte Potaka und ich auch nicht geschafft. Du klingst ja sehr entspannt. Ich dachte, du willst Häuptling werden. Du bist mein Hallmark. Wenn du zweifelst, entehrst du mich. Verstehe. Dann geh mal rüber zu Datu. Nein, warte. So kannst du doch nicht dahin gehen. Ich soll doch die Fragen beantworten. Verstehe. Ich soll dich mit einer Voodoo-Puppe übernehmen. Ja. Malaika wird uns eine bauen. Das kann ich selbst. Wirklich? Ja, ich schätze, du hast dir nicht den schlechtesten Hallmark ausgesucht. Uwamba. Jetzt bin ich beeindruckt. Du weißt, was zu tun ist? Naja, das sollte nicht so schwer sein. Ich mach's ja nicht das erste Mal. Oho, Mata, mächtiger Homie. Gib mir eine Haarsträhne von dir und ich baue eine Voodoo-Puppe. Na gut. Aber wenn du nicht genau weißt, was du da tust... Dann gehe ich zu Malaika, klar. Gib schon her, ich mach das schon. Hier hast du mein Haar. Geh und bau die Puppe, Hallmark. Spürt ihr, ja, wie sie euch nachts den Schlaf haut? Jetzt muss ich nur kurz gucken, was wir dafür brauchen. Ging mir jetzt eigentlich noch gesagt, was die Fragen sind? Also ich habe ja so ein wenig Zweifel, dass ich die Fragen überhaupt richtig beantworten kann. Aber... Es sind halt auch nur Zweifel. So, wollte ich wissen, achso. Er redet nicht mit mir, das habe ich jetzt schon rausgefunden. Ich wollte die Voodoo-Puppe mir da hinten angucken. Radlus Haar. Wir brauchen noch ein Auge und eine Voodoo-Puppe. Okay. Eine Voodoo-Puppe kriege ich definitiv von dir. Kriege ich auch ein Auge? Ja, perfekt. Dann hier ein Auge. Und eine Voodoo-Puppe. Zack, zack, beides gekauft. Und dann stellen wir das hier her. Perfekt. So, dann haben wir die Voodoo-Puppe. Und ich würde auch sagen, wir gehen da einfach rein und gucken, was er für Fragen stellt. Hast du noch irgendwas zu sagen, bevor es losgeht? Mach keinen Unsinn mit mir und beeil dich. Datu wird nicht ewig warten. Benutze die Puppe. Alles klar. Nutzbares. Wo ist sie? Okay, dann hier. Da, Voodoo-Puppe von Salu. Zack. Der Tod fegt über das Land. Und dann geht's los. Und wird auch vor unseren Hütten nicht Halt machen. Betet zu den Ahnen, damit ihr einen Platz im Reich der Toten erhaltet. Damit ihr nicht... Was mich jetzt hier interessieren würde am meisten ist, kann er sich danach dran erinnern, was ich hier mache? Oder kann er sich nicht daran erinnern? Wäre sehr interessant zu wissen. Aber wir gehen einfach hin und gucken, was die Fragen sind. Endlich! Warum dauerte das so lange? Ich hatte noch etwas zu erledigen. Kein guter Anfang. Stelle mir die drei Fragen der Prüfung der Schwäche. Was soll das? Keine standesgemäße Begrüßung? Wo sind deine Manieren, Salu? Muss ich jetzt erst eine Knicks machen oder so? Du redest schon wie dein Hallmark. Keine gute Wahl. Dieser Gucho hat einen schlechten Einfluss auf dich. Ach komm, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Schluss damit. Lass uns nun deine Weisheit prüfen. Oh Mann. Ich bin bereit. Also, hier ist die erste Frage. Was verschlingt alles, was es berührt, aber ist doch nichts? Was ist das denn für eine dumme Frage? Was schlingt alles, was es berührt, aber ist doch nichts? Menschen nicht. Das Licht verschlingt nichts. Die Finsternis verschlingt nichts.
Das Meer verschlingt nichts. Die Frage ist dumm und falsch. Wie war die Frage nochmal? Was verschlingt alles, was es berührt, aber ist doch nichts? Das Einzige, was hiervon berühren kann, wäre das Meer. Die Finsternis kann nichts berühren, das Licht kann zwar was berühren, aber das verschlingt nichts. Die Finsternis, es ist einfach nur eine dumme Frage, wie immer. Es war klar, dass solche Behinderten... Egal, ich sag das Meer. Das Meer. Wer gut schwimmen kann oder ein Schiff hat, wird auch nicht verschlungen. Ja, unvorstellbar. Könnte ich mir schon denken. Das ist auch bei Licht und Finsternis auch so. Wer bei Licht eine Lampe hat, der wird nicht verschlungen, du Spacken. Wie lautet die zweite Frage? Was kann nie verliehen oder verdient werden, wird aber oft verschwendet. Ja, Zeit. Die Zeit. Gut, das ist richtig. Stell mir deine dritte Frage. Was essen die Toten? Und wenn es die Lebenden essen, sterben sie eines qualvollen Todes. Ja, nichts. Nichts. Ja, deine Antwort ist weise. Okay, war's das jetzt? Du hast die Prüfung nicht bestanden. Na toll. Ich muss mich nun um Hakeke kümmern. Wir werden sehen, wie es ihm ergangen ist. Du kannst jetzt gehen. Erwarte in Kürze deine letzte Aufgabe. Ja. Ganz ehrlich, die erste Frage war einfach nur kernbehindert. Von daher habe ich die Prüfung halt nicht bestanden. Ich sag dazu nichts, das ist einfach nur... Was verschlingt alles und wenn man es berührt, frisst es doch nichts. Bescheuertes. Damit ihr nicht rastlos bis zum Ende aller... Ich habe Datus Fragen beantwortet. Und was sagt er? Ja, ich fürchte, ich hab's vermasselt. Das ist schlecht. Dann müssen wir jetzt die letzte Prüfung für uns entscheiden. Hakeke hat die zweite Aufgabe erfolgreich gemeistert. Verstehe. Dann wird's jetzt spannend. Ja. Geh zu Datu und lass dir die letzte Aufgabe geben. Damit ihr nicht rastlos bis Weil, wenn wir die erste Aufgabe bestanden haben, konnte er die erste Aufgabe nicht bestehen. Wir haben die zweite nicht bestanden, er hat die zweite bestanden. Ergo, geht's jetzt um die dritte. Und wenn beide die dritte bestehen, haben wir ein Problem. Na denn. Gucken wir uns an. Salu erwartet seine nächste Aufgabe. Er muss sich anstrengen. Sein Versagen bei der Prüfung der Schwäche wiegt schwer. Das ist ihm durchaus klar. Nun denn, hier ist die letzte Prüfung. Es ist die Prüfung der Stärke. Beide Herausforderer sind große Kämpfer. Ein jeder der Beste in seiner Kampfart. Der eine im Kampf Mann gegen Mann, der andere im Kampf mit dem Wurfspeer. Ein Kräftemessen wäre immer unfair, auf die eine oder die andere Weise. Wie willst du dann herausfinden, wer der Stärke ist? Ich habe entschieden. Die Herausforderer werden ihr Können in der Auswahl der richtigen Waffengefährten unter Beweis stellen. Die beiden Hallmax werden gegeneinander kämpfen. Ich hab's geahnt. Geht und bereitet euch darauf vor. Der Kampf wird auf dem Ritualplatz stattfinden. Ja, naja dann. Zumindest ist es eine Aufgabe, die wir schaffen werden. Es ist tatsächlich eine dumme Prüfung. Aber egal, wir schaffen das. Auf geht's. Damit ihr nicht rastlos bis zum Ende aller Tage im Dunkeln wandern müsst. Das Voodoo der... Und? Was hat Datu gesagt? Ein Zweikampf zwischen euren beiden Hallmax soll die letzte Prüfung entscheiden. Das ist eine ehrenvolle Aufgabe für dich. Wenn du das sagst. Der Kampf soll dir Ehre bringen? Tja, ist alles etwas anders als bei euch zu Hause, hm? Gut. Dann geh und besiege Hallmax Daiki. Aber gib Acht. Daiki ist sehr flink. Ja, kriegen wir hin. Das wo ist Daiki? Voodoo der Hike ist bei uns. Sie werden euch begleiten. Da ist er. Speichern und los du geht's. Du wirst mich nicht bezwingen, Pirat. Ach ja? Das werden wir noch sehen, Hallmax des Hakeke.
Das werden wir. Ich erwarte dich auf dem Ritualplatz. Hab keine Angst, meine Freunde. Und das machen wir aber erst in der nächsten Folge jetzt, den Kampf. Ich meine, dann werden wir schaffen, mache ich mir keine großen Sorgen. Und dann schauen wir mal, wie wir hier weiter in diesem Camp uns voranarbeiten. Ich bedanke mich jetzt erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, damit ihr mich schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie den Scheiß und sag mir mal zum Schluss. Tschüss mit Ö.